Gib mir noch den Monat Mai. Sagt dir der Monat Mai was? Ja, ich glaube, ich weiß, was er meint. Okay. Er schreibt mir so, ein Patenonkel. Ich bin im Mai Oma geworden. Okay, und ich habe auch so das Gefühl, dass jetzt vor, es kann nicht lange her sein, 2 oder 3 Tage, musst du noch mit deinem anderen Sohn telefoniert haben und dann müsst ihr nochmal auch über die Sitzung und ja, ob wegen Patenonkel und so. Mhm. Macht das Sinn? Ja, okay. Mein jüngster Sohn hat gesagt, naja, weil er keinen richtigen Onkel mehr hat, kriegt er einen Patenonkel mehr. Er zeigt mir auch die ganze Zeit, dass du wie manchmal ihn noch spürst oder auch das Gefühl hast, dass er bei dir ist. Ich warte auf Zeichen von ihm. Jeden Tag eigentlich. Hast du manchmal Probleme mit deinem Handy? Oder hat er dir gerade irgendein Thema mit dem Handy? Kannst du das verstehen? Ich habe manchmal Probleme mit dem Handy. Okay, das ist wie so Ausfall hat und so. Und er sagt, du willst ja immer ein Zeichen. Das ist im Moment alles, was ich machen kann. Ja? Du musst dir kein neues Handy kaufen, weil dass du dir auch schon überlegt hast, ein neues Handy zu kaufen. Er sagt, es wird genau dasselbe sein. Und er gibt mir auch das Gefühl, dein Handy, was du hast, ist auch nicht wirklich alt. Also kann man jetzt nicht sagen, das ist schon 7, 8 Jahre alt. Sondern er sagt,